So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder ein neues Video. Und zwar hatte ich dazu schon mal ein Video gemacht. Das ist aber schon einige Zeit her. Und zwar fängt es jetzt gerade wieder an. Ich höre wieder vermehrt, beziehungsweise auch schon länger, seit Wochen, dass es wieder Probleme bei den E-Mail-Verifikationen bekommt. Hauptsächlich bei web.de. Habe es jetzt aber mittlerweile schon bei Hotmail, GMX und Co. auch schon gehört, aber eben hauptsächlich bei web.de. Ich hatte ja zwei Accounts und bei einem Account hatte ich auch das Problem. Mit meinem Hauptaccount hier hat das Ganze funktioniert. Ich habe jetzt vorher mich auf der Webseite eingeloggt, habe sofort dann auch ein paar Minuten später, nicht beziehungsweise ich habe sie wirklich sofort bekommen, den Code bekommen, um mich dann eben auf der Webseite einzuloggen. Also wie gesagt, alle die sagen pauschal, es liegt an web.de, stimmt nicht. Und das ist immer schnell gesagt und Leute, bei denen es halt funktioniert, die schreiben dann drunter, ja, bei mir funktioniert es, keine Ahnung, hilft alle nicht, die das Problem hatten. Ich hatte, wie gesagt, auch ewig das Problem und es ist einfach nur nervig. Ich muss erstmal sagen, wie schlecht es eigentlich ist, dass ich weiß nicht, wie viele Leute eben nicht spielen können, deswegen sich eventuell auch das Spiel nochmal kaufen. Für alle, die sagen, ja, ändere deine E-Mail, ist halt auch leicht gesagt, wenn man sich nicht einloggen kann, um die E-Mail zu ändern. Und Leute, die dann sagen, schreib den Support an, das ist das Einzige, was hilft. Die haben leider recht, aber es ist halt auch einfach nur ärgerlich, weil der Support halt, ja, wie man es im Browser teilweise liest, einfach schon ewig pauschal braucht. Und dann kommt eben erstmal eine Standardantwort, da muss man sich dann quasi im Endeffekt rechtfertigen, dass es nicht am E-Mail-Provider liegt, weil das ist das, was sie am Anfang sagen werden. Zu dem ganzen Thema schaut das andere Video an, ich werde es in die Kommentare bzw. in Videobeschreibung reinschreiben, da habe ich das Ganze nochmal detaillierter erzählt und habe da auch eben den E-Mail-Kontakt mit dem Support gezeigt, wo ich denen dann quasi erklärt habe, dass es eben nicht an web.de liegt, weil ich mit denen auch übertrieben lang telefoniert habe. Im Prinzip könnt ihr natürlich eure Spam-Ordner überprüfen, solltet ihr auch, habt ihr wahrscheinlich schon die Spam-Einstellungen und die E-Mail-Support von Escape from Tarkov eben whitelisten, habt ihr unter Umständen auch schon gemacht, hatte ich auch alles gemacht, hat alles nichts gebracht. Im Endeffekt habe ich es dann dem Support erklärt, den von BSG, und dann auf einmal ging es. Also es liegt tatsächlich irgendwo irgendwie an Battlestate Games, ich kann es mir nicht erklären, ich habe es nicht geblickt, aber es funktioniert halt auf jeden Fall wieder. Was Battlestate auch mittlerweile sagt, also wenn ihr euch neu anmeldet, könnt ihr euch, glaube ich, sogar nur mit Gmail Webadressen, also Google E-Mail Adressen anmelden, web.de und Co. geht gar nicht mehr. Wahrscheinlich, weil sie eben damit ein Problem haben. Ich weiß nicht, warum es speziell mit den web.de und Hotmail und Co. Probleme gibt, keine Ahnung, aber ja, es ist einfach nur ärgerlich. Ich habe jetzt auch Kommentare gelesen, mach bitte nochmal ein Video dazu. So dumm es klingt, aber ich kann halt auch nicht helfen. Schreibt den Support an, wartet eine Ewigkeit drauf, schaut mein anderes Video an. Da habe ich genau geschrieben, gezeigt, was ich geschrieben habe. Das ist das Einzige, was ich euch nahelegen kann. Ansonsten, wenn ihr eben die Spam-Einstellungen alles gemacht habt, das ist das Einzige, was ihr machen könnt. Es gab mal eine 48-Stunden-Aktion, wo das Problem irgendwie dann mal wohl bekannt war. Dann haben die quasi gesagt, okay, es liegt an den E-Mail-Providern. Ihr könnt jetzt 48 Stunden, habt ihr Zeit, eure E-Mail-Adresse zu ändern. Also da konntet ihr euch quasi einloggen, ohne den E-Mail-Code zu benötigen. Ich selber habe es leider auch natürlich wie viele wahrscheinlich entweder gar nicht oder eben erst längere Zeit nach den 48 Stunden mitbekommen und konnte das nicht machen. Ich habe auch noch eine web.de-Adresse. Bei mir funktioniert es, wie gesagt, aber ich bin auch schon am Überlegen, mir jetzt eine neue E-Mail-Adresse anzulegen. Ist aber eigentlich ärgerlich, weil ich die Web-Adresse für alles benutze und jetzt muss ich extra wieder für Escape from Tarkov eine neue E-Mail anlegen. Wenn ihr euch einloggen könnt und ihr noch die E-Mail-Adresse drin habt, könnt ihr euch auch bei Sicherheitseinstellungen verschiedene Möglichkeiten, eben eine Backup-E-Mail, einmal Code konfigurieren, eine geheime Frage oder einen Google Authenticator auf dem Handy installieren, um den Code dann quasi aufs Handy zu bekommen. Wie gut das alles funktioniert, weiß ich auch nicht. Die einfachste und sicherste Möglichkeit ist wahrscheinlich einfach eine E-Mail quasi mit Google Gmail anzulegen und jetzt dann zu ändern. Aber wie gesagt, bringt euch allen nichts, wenn ihr nicht an euren Account rankommt, weil ihr den E-Mail-Code nicht zum Einloggen bekommt. Also es ärgert mich extrem, das Thema, und umso mehr ärgert es mich, dass ich euch nicht wirklich helfen kann, wie ihr es euch wünscht. Und zwar, ja, hier Lösung und ihr könnt sofort weitermachen. Ich kann euch die Lösung geben, das habe ich auch in einem anderen Video schon gemacht. Und eine andere Lösung gibt es halt im Endeffekt nicht. So, dann hoffe ich, dass der Support
euch sich schnell bei euch meldet und ihr wieder an euren Account rankommt. Schreibt ja mal in die Kommentare vielleicht auch, was euch geholfen hat oder wenn ihr noch andere Tipps habt für andere, die das Problem habt, dann behaltet es nicht für euch, sondern schreibt es in die Kommentare. Ich habe auch Facebook recherchiert in den Gruppen. Da wird immer drunter geschrieben, unter den, wenn du schreibst in eine Facebook-Gruppe, schreibst rein, hier, ich habe das Problem. Ja, dann guck doch bei den 10 anderen Themen, die schon darüber gemacht worden sind, wo Lösungen drunter sind. Ich habe durchgeschaut, alles, es steht überall drunter, aber es ist nirgendwo eine bessere Lösung zu finden, als schreibt den Support an. Also, ich hoffe für euch, dass das Problem schnell zu lösen ist und ärgere mich weiterhin, obwohl es bei mir funktioniert, aber ich weiß, wie es ist, wenn es nicht funktioniert, ärgert mich übertrieben, dass dieses BSG oder an wem am Ende es auch liegt, es nicht geschissen bekommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.